Stopp! Ich werd verrückt. Eigentlich müssen wir jetzt mal einen anderen Vergaser draufsetzen. Heute hat mich ein Hilferuf erreicht. Ich weiß nicht, erinnert euch noch an die üblen Bilder, an die Flutkatastrophe in Baden-Württemberg. Ja, und da hat sich ein Mann gemeldet, dem wurde alles genommen. Auto, Wohnung, dem stand das Wasser so gesehen bis zum Hals und er hatte nichts mehr. Und dem Mann muss man unter die Arme greifen, da muss ich direkt hin, aber schaut euch erstmal an. Diesen Sonntagabend, 29. Mai, stand ich hier draußen, kurz nach 8 Uhr. Und dann ging es auch schon los, dann tat es da oben einen Riesenschlag. Zwischen dem Kirchturm, zwischen dem Schlossturm und diesem blauen Haus, da läuft ein kleiner Bach. Und plötzlich kam hier eine Schlammlawine mit Geröll runter. So was habe ich noch nie erlebt. Und ich bin dann ins Haus gerannt. Kurze Zeit später, nach 30, 40 Sekunden, hat es dann diese Haustür eingedrückt. Und die Wassermassen schossen ins Haus mit Steinen. Ich konnte mich gerade noch an der Treppe hochziehen, dass ich in den ersten Stock kam. Bernd hat Det Müller um Hilfe gebeten. Aus fast nichts einen fahrbaren Untersatz zaubern. Ob der Gebrauchtwagenexperte das schaffen kann? Moin Bernd. Morgen, hallo. Ich wollte gerade fragen, ob hier alles in Ordnung ist, oder? Das sieht ein bisschen anders aus. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, kannst ja mal reinkommen und dir alles anschauen. Das machen wir mal. Seit der Horrornacht vom 29. Mai ist das Haus immer noch unbewohnbar. Der Autoexperte ist erschüttert. Minuten und hier, ungefähr bis zu der Steckdose, stand das Wasser. Da du einen neuen Wagen brauchst, ist völlig klar. Neue Wohnung brauchst du auch, aber ohne Auto keine Wohnung. Und arbeiten musst du auch, sonst kriegst du kein Geld rein. Ja? Das verstehe ich ja. Ich frage dich jetzt noch gar nicht, ob du noch Geld für mich hast. Ich meine, Versicherung zahlt nicht, du hast nichts, ne? Ich habe nicht mehr viel Geld, nein. Verstehe. Das geht für den Umzug und für den Rest drauf. Was ja. Wir brauchen noch Waschmaschine, Gefrierschrank, Trockner und so weiter. Und die alten Fahrzeuge, ne? Ja. Wo sind die geblieben? Kann man da noch ein bisschen was rausholen? Ja, die können wir uns jetzt anschauen, wenn du willst. Der C5 und auch der Mini stehen in Bernds Stammwerkstatt bei Horst Pfeffer. Beide Autos waren komplett unter Wasser. Der C5 ist bei Kfz-Meister Horst auf dem Hinterhof gelandet. Kein gutes Zeichen. Oh, nee. Ja. Das ist aber auch, nee, das ist was Nein, anderes. Nein, das ist was anderes. Ist ein Den kannst du ja komplett weg. Das, ja, ja. Oh, das ist jetzt der C5 von Bernd. Feuer. Also, wir haben ihn laufen lassen, der Motor ist noch gelaufen. Ne? Okay. Würdest du mir vielleicht auch was für diesen Wagen geben, bieten? Ja gut, da steckt ja viel Arbeit drin, muss das ja, Teil viel ausbauen. Alu es, ja, jetzt lass mich doch auch mal was sagen. Ja. Alufelgen, ne? Ja. So, die Gummis sind nicht ja. schlecht, die sind nur ein bisschen versaut. Ja. Lederausstattung, ne? Ja. Zack, bringt immer 350. Ja. Motor mit Antriebsstrang sind doch von meiner Seite aus, wenn du es ausgebaut hast, immer 500 fest im Sack. Das steht fest. Ja, ne? Ja. Und dann lässt du die Kiste noch quetschen. Ne? Und schmeißt ihn weg, hast auch noch mal 100 am Sack. Also gut, dann machen wir ganz einfach. Jetzt, weil du es bist, wir machen 600 Euro und das Ding ist erledigt. Ne? Ich brauche was Gutes, was Günstiges. Kann auch mal eine kleine Macke haben. Bitte nicht ohne TÜV und ich muss selbst ein bisschen was verdienen, wenn ihr versteht, was ich meine. Lass uns mal die Inzahlungsnamen anschauen. Genau, unter 1000, sowas ist wichtig. Ja? Ja. Ja. Müsste mal was da haben hinten, ja. Gucken wir mal. Ja, dann mach mich mal glücklich hier. Wie viel? Für den 2,5 steht im Auftrag des Kunden. Ja, das kannst du gleich vergessen. Und so geht es weiter. 320 Diesel, 2004er. Wie viel? 3,5. Vergiss es. Toyota Corolla. Ohne Klimaanlage, aber man könnte vielleicht was draus machen. Was hat der gelaufen? 180. Hier, guck mal, wenn ich da lang gehe, was hat der denn? Ich weiß nicht, was haben die Leute hier reingeschmiert? Das ist ja nicht normal, haben wir noch nicht gehabt. Hier, Gummi auf Glatze, kennst du das? Die Pelle ist fertig, da abgelaufen, da abgelaufen. Da kriegst du schon Punkte für, da darfst du gar nicht mehr Verkehrsteilnehmer sein. Hier, was ist das denn? Kratzer. Hier unten, Apfelsinenhaut, übergeduscht, Sprühdose oder was war das? Ich mach dir jetzt mal einen Vorschlag. Das sind hier deine Ladenhüter, die willst du gar nicht auf dem Hof haben. Deswegen stehen sie auch hier hinten. Ja, das habe ich schon kapiert. Ne? Und wenn das hier nicht langfristig steht und dass die Kiste hier nicht einwächst, dann würde ich sagen, ich erhöhe auf 500, aber du hast ja noch eine Bude, eine Werkstatt, vielleicht noch einen Aufbereiter. Ich pack auch mit an, vielleicht packst du ja auch mit an. Dann hast du das Ding vom Hof, da lachst du, ne? Und dann bist du von der Schiene runter. Also gut, du bereitest auf? Ja, muss ich ja wohl, oder willst du das machen? Na. 500? Alles klar. 500? Machen wir. Hoppla. Das könnte ein Schnapper werden. Vorausgesetzt, der Toyota sieht nach der Spezialbehandlung richtig lecker aus.
Ein Intensivpflegeprogramm von vorne bis hinten. Samt Politur steht an. Und Meister Müller mischt ganz vorne mit. So, Männer, Arbeit, Kundschaft. Hallo. Moin. Pass auf. Ich brauche ein paar Gummis. Okay. Okay. Hallo. Hallo. Du musst mal luchen. Habt ihr gar keine Arbeit oder was steht hier alle rum? Wir warten auf dich. Ja. Ihr habt hier Reifen und ich brauche am besten was Gutes, was Günstiges. Ne? Geld ist gerade knapp. Machst du das Reifen? Das ist der oder? Kollege mit dem Reifen. Was brauchst du für Reifen? Sommerreifen oder jetzt schon Winterreifen? Ja, guck mal, wie kalt das draußen ist. Da brauche ich natürlich Winterreifen. Nein, Sommer. Ja, gut, aber in 6-8 Wochen ist es soweit. Oder hast du günstige Allwetter? Allwetter habe ich da. Wie viel willst du dafür haben? 50 Euro das Stück. Plus Montage. Das sind ja über 200 Euro. Willst du was mit der Kiste machen? Ja, so eine Kiste kriegst du da noch was. Die Reifen sind ja mehr wert. Ja, jetzt willst du mir die Kiste machen. Ich bin doch nicht bescheuert. Baujahr? 2003. Wie viel Laufleistung? 180.000. Klima? Klima, bei dir wird da keine Klima. Hast elektrische Fensterheber, machst die mexikanische Fenster runter, den Wind rein, das reicht. Det hat sofort kapiert, was hier läuft. Die Reifenhändler interessieren sich für den Toyota. Der Köder ist ausgelegt. Jetzt müssen sie nur noch anbeißen. Was willst du dafür haben? Wenig. Ganz wenig. Nicht jetzt. Wenn ich mir zum Beispiel normalerweise, wenn ihr mir so einen Preis sagt für 4 Reifen, ne, über 200 Euro mit Montage, und habt die Bude hier gestopft voll, dann müsste ich ja sagen, so ein Auto kostet 2.000. Sage ich aber nicht. Ich sage nämlich für euch 1.700. Ein Tausender. Tausender. Komm, Leute, jetzt pass mal auf. Ne? Für 1.000 Euro bückst du dich. Mhm. Du willst auch einen Tausender schon an jedem Wagen machen. Komm uns dann entgegen, dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Ja, Mitte ist 1.500 bei mir. Na. Doch. Ja, was denn? Also maximal 1.100. 13. 12. Aber dann ist Schluss. Was mache ich jetzt? Nachinvestieren? Die wollen mich abkassieren? Oder ich kassiere ab auf 1.200? Komm, 1.200. Mit dem mache ich das Geschäft. Also. Du hast heute so viel Scheiße gelabert, ne? Jetzt macht er sein Geschäft. Komm her. Det muss mit seinem Auftraggeber Bernd sprechen. Er hat schlechte Nachrichten für ihn und seine Freundin Elena. Und dieser geht es gesundheitlich eh schon mies. Unter dem Eindruck der Erlebnisse vom 29. Mai kam sie ins Krankenhaus. Hallo. Hallo. Ist das hier gar kein richtiges Krankenzimmer? Das ist der Aufenthaltsraum von der Klinik, wo sich die Leute treffen. Da haben wir gedacht, hier ist gemütlicher. Da hast du recht. Hallo, wie geht's denn so? Naja, es geht ja schon ein bisschen besser, aber nicht ganz. Okay. Ich habe noch Schmerzen und ich kann nicht bügeln. Ach so. Sie kann sich noch nicht richtig bücken. Ja. Ist er so hart eingeschlagen? Hat er so fertig gemacht? Von jetzt auf nachher, ja. Sie nimmt sich's halt sehr zu Herzen. Ja. Verstehe ich. Ist ja auch immer vorm Nichtstehen. Das ist schon eine ganz bittere Pille, ne? Aber ich stehe jetzt auch gerade fast vorm Nichts. Ich komme einfach nicht weiter. Ich hänge jetzt hier gerade mit 1.200 Euro. Ja, für 1.200 Euro. Ja, okay. Siehste. Und jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt. Pass auf. Ja. Den Mini hast du ja noch. Ich brauche von dir die Freigabe. Bitte, bitte mit Zucker obendrauf, gib mir das Fahrzeug. Ich weiß, dass du das nicht gerne rauslegst, aber ich bin in der Situation, wo ich nicht weiterkomme. Brauchst du unbedingt wirklich? Es hängt jetzt alles daran. Ich weiß nicht, wo ich sonst noch Geld auftreiben soll. Dann okay, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen. Ja? Also, nee, weil ich kann, weißt du, auch wenn ich den Mini wieder hinkriege, ich kann mit dem das ganze Jahr fahren. Ist kein alltägliches Auto zum Fahren und dann muss ich halt... Ja, doch. Okay. Das ist eine Sache. Nee. Hand drauf. Steht. Sei nicht sauer. Nein, ich bin nicht sauer. Es tut weh, aber... So wie der Wagen sich präsentiert, auch wenn er selten ist und das Ding, sag ich mal, ja, vielleicht haben sie 2 Jahre gebaut oder so, ne? Ja. Kann man den so aber auch nicht richtig an Mann bringen. Guck mal, jetzt sind hier schon Spinnenweben drin, das Ding ist abgesoffen, ein bisschen gereinigt, hast ihn ja schon, ne? Ja. Aber so kann ich ihn nicht präsentieren. Ist das für dich in Ordnung, wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden? Ja, ich denke schon. Das können wir schon machen, ja. Zum Trocknen wurde der Mini fast komplett zerlegt. Jetzt müssen Det und Alexander alles wieder zusammenbauen. Vom Verdeck bis zur Rückleuchte. An den Motor, der nicht anspringen will, will Det noch gar nicht denken. 5 Stunden später. Der Mini sieht wieder aus wie ein Auto, wenn auch wie ein sehr schmutziges. Denn der Schlamm sitzt überall. Jetzt mache ich ihn wieder voll. Wasser, schlimmer, Wasser mit Schlamm sucht sich seinen Weg und findet ihn. Det ist nicht zu beneiden. Weißt du, ich brauche noch so einen kleinen Flitzer, wo noch was reingeht, ne?
mit dem Mann. Da bist du bei dem richtig, denke ja, ich. Weil der hat ja einen Job bei der Telekom, ne? Da muss man so ein bisschen Servicetechniker machen, da muss man auch mal eine Sitzbank umlegen können. Und mit dem Service passt das auch bei dir? Also die letzte Inspektion war bei 95.000 Kilometer, aber weil du es bist, mache ich dir einen frischen rein. Du machst mir einen frischen rein? Mache ich dir einen frischen. Das hört sich aber super an. Er hätte damit heute gerechnet, ne? Und TÜV auch neu? TÜV wird auch neu gemacht. Bei uns ist es so, dass wir mindestens ein Jahr lang, die Autos sollen mindestens ein Jahr den TÜV haben. Ja. Und da das bei dem nicht der Fall ist, kriegst du auch einen nagelneuen. Okay, frische Inspektion, zwei Jahre TÜV. Richtig. Da gucken wir mal rein. So, die inneren Werte. Jetzt schieß mal los. Der hat für dich eine Klimaautomatik, der hat ein Multifunktionslenkrad, elektrische Fensterheber, den ja. Bordcomputer hat er. Ja. Boah, Leder hätte ich gerne, Navi hätte ich gerne, Schiebedach hätte ich gerne. Wo ist das denn alles hier? Dann müssen wir zu einem anderen Auto darüber gehen. Ja, und wieso heute hier ein Fleck im Sitz? Ding, das aufbereitet. Da ist auch schon wieder was passiert. Also im Großen und Ganzen gefällt er mir ganz gut. Da kann ich jetzt nicht meckern. Klar hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen Leder. Aber man kann auch nicht alles verlangen. Also was musst du jetzt sehen? 7,9 können wir gleich mal knicken. Das ist zu viel, das ist zu happig. Da okay. Komme ich auch gar nicht ran. Also was ich dir machen kann, ist, ich kann dir 500 Euro entgegenkommen. Bei 7,4 können wir uns treffen. Ja, 7,4. Und was ist hier mit achtfach bereift? Du hast hier normale Sommergummis, jetzt haben wir mal Winter. Die sind in der Werkstatt, die warten auf dich. Die sind dabei. Ach, ist achtfach bereift? Ist achtfach bereift, ja. Ja, nee. Und ich sehe keine 7, ich sehe eine 6. Wir können die 6 noch ein bisschen anziehen, aber eine 7 heißt stehen geblieben. Du, mit einer 6 vorne, da werden wir uns leider nicht einig. Abgeblitzt. Das ist ein Autohaus, kein Wohlfahrtsverband. Der Verkäufer weiß genau, wie begehrt der junge Dreier ist. Det versucht noch einmal, mit den kleinen Mängeln zu punkten. Keine Chance. Es ist zum Verzweifeln. Erst als er von Bernds Schicksal erzählt, wird Verkäufer Johannes weich. Geachtet der Umstände kann ich dir 7.000 Euro machen. Die 7 aber dann. Also 7 bleibt bei dir stehen. 7. Die 7, aber 7 mit 3 Nullen dahinter. Okay. So passt es für beide. 7.000, frischer TÜV, frische Inspektion, achtfach bereit. Richtig, ja. Hand auf. Steht. Und eine Sache muss auch noch stehen. Wenn einer ankommt, schick ihn vom Hof. Da ist erstmal meinen Daumen drauf. Ich habe das Geld noch nicht, ne? Aber ich werde dich anrufen, sobald die Kohle da ist, ja? In der nächsten Zeit, ich gebe mir die größte Mühe. Ne? Ich halte ihn für dich warm. Sehr gut, dann bringst du mir die Kiste vorbei. Mach ich. Ein Bekannter von Det hat einen Mini-Interessenten. Eigentlich eine gute Nachricht, nur der Motor muss laufen. Ah, jetzt! Du bist kurz davor. Jetzt ist auch noch die Batterie alle. Hast du eine Batterie? Einmal überbrücken. Jetzt komm! Jetzt komm! Ja! Hier! Auf! Komm mal! Jetzt lauf! Der Kaufinteressent ist da. Was kann Det Müller jetzt herausholen? Ja, lass mich jetzt auch noch zu früh erwischt, du. Bei der Arbeit gepackt, wa? Hi. Bei dem super Wetter. Ich kann dir sagen, über 30 Grad, ich bin doch schon fix und fertig, du. So, das ist das Stück. Det klärt Interessent Kai auf, warum der Mini so günstig ist. Der Gebrauchtwagenexperte muss mindestens 5.700 Euro machen, sonst kann er den BMW nicht kaufen. Und Werkstattbesitzer Horst muss Det ja auch noch bezahlen. Ich mache da ja ein paar Abstriche, ja. Weil er schon was erlebt hat. Aber normal liegen die bei 15. Ne? Und ein bisschen mehr als die Hälfte muss ich ja nicht sehen. Ich habe an 8er gedacht. Ich habe an 6,5 gedacht. Wieso 6,5? Wieso? Weil ich noch ein bisschen Arbeit habe. Ja. Ohne Arbeit geht das nicht. Ich meine, du kriegst ihn doch schon günstig, sage ich mal. Ne? Weißt du, wenn ich ein bisschen mehr Luft hätte, ne? Würde ich mal 14 Tage inserieren. Dann habe ich hier eine Schlange, die geht ganz durchs Dorf. Ne? Das kriege ich nicht hin. Das steht ja, fest. Also ich habe auf jeden Fall Interesse. Bin ja nicht umsonst hier rausgefahren. Ja. 7 habe ich dabei. Lass die Hosen runter. Hopp oder top. Mann! 7 glatt. So, Horst, jetzt ist es soweit. Wagen ist weg. Aber ich bin ja noch was schuldig, ne? Okay. Dann wird's dann haben, für Alex und für Werkstatt blockieren. Der Alex, denke ich, hat eine gute Arbeit geleistet ja. Für euch. Und das war, denke ich mal, für einen guten Zweck. Und ich denke mal, für irgendwas, wo man mit leben kann, wo man nicht gleich... 1.000? Ja, denke ich mal. Ich denke mal, für diese Zeit, wo mir geopfert habe, das Auto überhaupt gerettet habe und so weiter. Ne? Oh. Da müsste das normalerweise drin sein. Ne? Ich will schon, ja jetzt nicht mal, weinerlich schon, sein. Schon hast du ja verdient. Hier, komm. Schon mal für Alex. Haben wir gute Laune? Na ja. Oder ein bisschen aufgeregt? Ja, ja, sehr. Elena, komm mit nach vorne. Komm mit. Und ich sag mal so, von da oben, da kam natürlich jetzt der ganze Mist, das ganze Leid runter.
Ne? Von da kam es schlecht. Und von da kommt es, glaube ich, ganz gut. Ja, kommt mal mit. Ja, super. Ist es das? Ja, das ist es, ja. Ja? Ja. Ja, dann kommt noch mal ran hier. Das ist eure Zukunft. Ja, komm. Ja, kommt mal dichter ran. Johannes, die Dame hat schon die Tränen in der Augen. Super. Ist das jetzt besser? Ja. Ist das in Ordnung? Vielen Dank. Alles in Ordnung. Hauptsache ist, dass du wieder gesund wirst. Und mit dem Wagen kannst du auch gesund von A nach B kommen. Ne? Mein Gott. Deine Dame hat schon die Tränen in den Augen. Und für dich? Ist das in Ordnung? Ja. Komm her. Komm her. Mit dem Schlitten geht's aufwärts. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte, bitte. Komm, setz dich rein. Das ist euer. Das ist die Zukunft. Schön? Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Echt? Genießen. Genießen. Danke. Nimm deine Frau an der Hand, setz sie rein. Und ja, dann heißt das eine gute Zeit. Unglaublich. Es gibt noch eine kleine Überraschung. Was? Wir haben uns ja richtig angestrengt, ne? Und dank des Minis ist auch ein bisschen was hängen geblieben, ne? Einmal dieser Wagen und hier noch 300 Euro. Das habe ich noch zusätzlich erwirtschaftet. Das gebe ich jetzt mal der Dame. Ich denke mal. Ja, das gibst du nicht. Haushalt, Waschmaschine, alles verloren gegangen. Vielleicht sitzt da eine neue drin oder ein Herd. Da kommt ja eins zum anderen, ja? Ich bin echt überwältigt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich kann es immer noch nicht fassen, aber ich bin euch echt furchtbar dankbar, dass ihr hier wart und mir so geholfen habt. Echt. Also, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich werde euch das nie vergessen. Nie.